Also wir tun heute Eierfärben, da habe ich die Lara und Moritz bei mir dabei, die helfen mir beim Eierfärben heute. Und das machen wir mit Naturmaterialien, mit Heidelbeeren, mit Rote Rüben und Kurkuma. Also man braucht nicht immer Eierfarbe kaufen, man hat das oft in der Küche. Bei den Heidelbeeren ist es ganz gut, wenn sie Wildheidelbeeren haben, weil da die Farbe ein bisschen besser wird. Und da braucht man nur ein bisschen Essig dazu, Eier, am besten werden weiße Eier, weil da nimmt es ein bisschen schöner die Farbe an, da sieht man die Farbschwäne. Wir haben da Speckschwarten noch da, mit dem was wir es dann glänzend machen. Dann haben wir da ein paar Kräuteln, da werden wir ein bisschen ein Muster reinzaubern und ein paar Pickerl für die Kinder, dass das ein bisschen nett ausschaut. Ja, und dann werden wir anfangen. Der Moritz, der hat die Heidelbeeren und die Lara hat die roten Rüben und ich habe die Kurkuma. Und wir werden euch jetzt ganz schöne Eier zaubern. Was machst du mit dem Essig? Den Essig gebe ich überall 3 Löffel rein. Das müssen sie dann umrühren, gell? Weil der Essig tut die Eierschalen durch die Seide ein bisschen aufrauen und dadurch nimmst du dann die Farbe an. Das sind die Glaseln jetzt drinnen, das ist jetzt sozusagen der Saft von diesen 3 Produkten. Genau, genau. Für die Heilbeeren, die kocht man auf, ungefähr so eine halbe Stunde kocht man die auf, dann mixt man die auf und dann seit man das ab, dass man nur die Flüssigkeit hat. Bei den Rote Rüben, da kann man roten Rübensaft dann fertigen gleich kaufen, was es in dem Geschäft gibt. Wer sonst auch, wenn man es mit den frischen roten Rüben macht, einfach kochen, bis sie ganz weich sind, bis der Saft, dann mixt man es auch auf und seit es durch. Und beim Kurkuma, da kocht man einfach so 10 Minuten das auf, das in einem Wasser drinnen. Einen halben Liter, ungefähr 3 Löffel Kurkuma. Und bei den roten Rüben, da sieht man dann nicht, bis er schöne Farbe hat. Gut, dann fangen wir mal an zum Färben. Zuerst tun wir mal überhaupt ein Färb wegmachen und dann machen wir was mit dem Muster, gell? Und inzwischen richten wir dann die anderen Eier her für die zweite Partie mit dem Muster drinnen. Lara braucht dann noch einen Strumpf, gell? Dass sie das dann einpacken kann, das Ei, weil sonst da würde das beim Einlegen dann weggehen. Und wie lange lässt man ungefähr die Eier jetzt da drinnen? 10 Minuten lässt man die drinnen, dass die Farbe schön annimmt. Ich mache hier eins mit dem Herzl. Sabine, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gesprochen, wann ist normalerweise der Tag zum Eierfarben? Gründonnerstag fährt man einmal die Eier. Also bei uns in der Steiermark ist das so üblich, aber ich glaube, dass das in Salzburg auch gleich ist, dass man am Gründonnerstag die Eier färbt. Jetzt haben wir die Eier schon, die ersten fertig und wenn sie trocken sind, dann kann man es mit einem Speckschwartel abreiben. Dann fangen sie an zum Glänzen. Gell? Außerdem riechen sie dann sehr gut.